Hallo und herzlich willkommen zu einer Landwirtschaftssimulator 2013 Mod-Vorstellung. Ja, wir wollen uns heute den John Deere 7310R ansehen. Das Ganze ist vom Mod-Hoster-Team, was schon mal eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass das Ganze nicht allzu schlecht sein sollte. Und ich muss sagen, dass ich mir hier gerade genau die Reifen angucke und ich finde die richtig schön mit der Aufschrift, die Texturen sind schön. Gerade wenn man ein bisschen weiter weg ist, wirken die wirklich sehr, sehr sauber. Vorne, Dreipunkt, ganz klar, Fronthydraulik, Zapfwelle, alles sehr, sehr stimmig. Man hört den auch schon laufen, ich habe ihn gerade mal kurz eingeschaltet. Hinten Heckkraftheber und Zugmaul haben wir da, Kurbel. Wir haben auch hinten die für die Steuergeräte und so weiter, die alles sehr schön gearbeitet. Hier haben wir die Knöpfe, um die Hydraulik abzusenken, hochzuheben. Hier drunter schlummert ein schöner 9 Liter Diesel. Benziner wäre auch irgendwie komisch. Auf jeden Fall 310 PS bzw. 250 kW hat das Schätzchen hier. Ich zeige euch das jetzt mal im Shop. Ich habe mir eigentlich gedacht, okay, so ein Bomber, oder ich erzähle gleich, was ich mir gedacht habe bei dieser Mod-Vorstellung, aber auf jeden Fall hier erstmal die Daten. Wie schon gesagt, 250 kW, Command View, Kabine, Kabinenfederung. Gerade die Federung ist ein Highlight von diesem Mod, ganz klar. Das zeige ich euch gleich dann nochmal genauer. Das Ganze ist eine Beta. Eigentlich, okay, Beta, weiß nicht, muss man die vorstellen? Vielleicht sollte man lieber auf eine Vollversion, sage ich mal, warten. Aber diese Beta lohnt es sich definitiv mal genauer schon vorher anzusehen. Achtet mal, allein der Kühler hier vorne, der ist schon mal richtig cool. Ich habe auch bis jetzt noch nicht wirklich viele Fehler gefunden oder eigentlich nichts an Fehlern gefunden. Ich werde mal kurz Tür öffnen, geht natürlich mit R. Das finde ich immer cool von außen, gerade, klar, man nutzt das selten, aber es ist schon verdammt cool. Hier sieht man dann auch übrigens, dass die Motorhaube, der Kühler davon, Transparenz hat, also man kann da so ganz leicht durchschielen. Das ist wirklich richtig geil gemacht. So, wir setzen uns hier jetzt rein. Dann sehen wir zum einen erstmal, wenn ich die Sachen hier ausschalte, wir haben eine Handbremse. Die schalte ich direkt mal aus. Die mag ich nämlich nicht so. Ich saß gerade mit dem Fuß auf dem Gaspedal, deshalb hat er hier direkt Dinge getan. So, was ich jetzt erstmal zeigen möchte, ist diese schöne voll animierte Handbewegung. Richtig genial. Zumindest wenn man Lenkrad fährt. Und klar, die ist noch verbesserungswürdig, aber es macht schon irgendwie Bock. Es wirkt noch ein bisschen komisch von der Bewegung her. Aber gerade wenn man mit Lenkrad spielt, dann ist das an und für sich wirklich eine feine Sache. So. Was gibt es sonst noch so zu sagen? Wir haben eine schöne, sehr, sehr ausführliche IC-Steuerung, die jede Menge Funktionen hat. Ich mache mir immer gerne das Lenkrad hier ein bisschen auf meine Sitzposition. Hier haben wir den Blinker, wir haben Zündschlüssel, wir haben Licht. Das Licht können wir eigentlich auch anlassen. Türen sowieso. Hier haben wir die ganzen, dieses Greenstar-System von John Deere. Wir haben hier die Beleuchtungselemente, die ganzen, was ist das hier? Bin ich mir gerade nicht sicher. Rundumleuchte, Warnblinker, Arbeitslicht voran, Arbeitslicht hinten, Frontkraftheber auf, ab und wir haben Heckhydraulik an und aus und wir haben Allrad zuschaltbar. Also wirklich, man kann sagen, mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. So, dann haben wir hinten auch noch ein Fenster, was aufgeht. Ich würde sagen, hier, wir haben noch, bevor ich das vergesse, wir können hier die Fahrtrichtung bestimmen mit der Shuttle Control und ja, wir wollen jetzt einfach mal losfahren. Erstmal mit Allrad. So. Der Mod läuft richtig, richtig geil, finde ich. Also, ist mit einer meiner Lieblings-John Deere-Mods. Man hat wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl für das Gerät. Also, die Kurvenlage ist richtig schön eigentlich. Gerade, jetzt sieht man natürlich die Handanimation nicht ganz so gut, aber es macht schon echt Bock so. Gerade wenn man mit Lenkrad spielt, was ich ja im Moment auch immer, eigentlich immer tue. So, ich werde mal einmal, genau, wir schaffen hier an die 50 km/h, das finde ich in Ordnung. Für 310 PS, klar, da geht auch mehr teilweise bei anderen Herstellern, aber die knapp 50 km/h sind schon so, dass man die
absolut lassen kann. Und jetzt wollen wir mal extra hier auf das Geflügte fahren, weil die Kabinenfederung und so, das ist so genial. Achtet mal darauf, wie der hier abgeht. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Also klar, es sorgt dann für ein bisschen unstabil, also ein bisschen nicht so ganz das stabile Fahrverhalten. Aber es macht auch einfach extrem viel Bock, muss ich sagen. Also, was das hier für ein Geschaukel ist, das macht, gerade wenn man dann mal flügt oder so, und mit 310 PS kann man da ja auch schon einen vernünftigen Flug eigentlich hinterhängen, dann macht das schon echt Bock, dieses Gewackel hier im Cockpit. Wenn man aus Cockpit-Ansicht flügt, dann, ja, macht einfach was her. Oder auch hier stellen wir den mal so ein bisschen in die Rille rein. Das macht schon echt, machen wir jetzt auch mal, würde ich sagen, ein bisschen hier so. Da sieht man wirklich wunderschön, wie der ein- und ausfedert. Aber dieser Mod hat einen Fehler, wobei man natürlich immer noch so ein bisschen darüber hinwegsehen muss. Es ist eine Beta, vielleicht wird da noch was verbessert. Der ist sehr, sehr leichtgängig auf den Reifen und das hat dann eine Folge. Ich werde jetzt mal knappe 50 fahren und voll einschlagen. Und dann sehen wir, dass er sich auf die Seite dreht und so Stunts macht. Mich persönlich stört das eigentlich gar nicht, weil solche Manöver fährt man in echt nicht, beziehungsweise auch beim normalen LS-Spielen nicht. Ich werde jetzt mal einmal eine Kurve simulieren, sage ich mal, wie es denn vielleicht im Spiel vorkommen kann. Ich bin ja auch vorhin schon mal ein bisschen mit Anhänger rumgefahren, als mir das aufgefallen ist, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist er dann gar nicht so brauchbar. Aber ich fahre jetzt hier schnell mit 50 eine Kurve und ich habe hier wirklich gar keine Probleme. Also hier kippt er nicht, der kippt nur, wenn man wirklich bei Vollgas, vollen Anschlag, ich kann jetzt so weit hier gehen und er kippt immer noch nicht. Wenn ich jetzt aber weitergehe, dann fängt er an zu kippen. Und ganz ehrlich, dass, wenn man es weiß, und dann finde ich einfach, dass man darüber auch hinwegsehen kann. Und deshalb einer meiner absoluten Lieblings-John Deere-Schlepper. Es gibt ja schon den R7 280R, den 260R mit und ohne Ketten, mit Pflegebereifung, mit Doppelbereifung und den ganzen Kram. Richtig coole Mods. Gerade auch Motorster Teamwerkstatt ist ja eigentlich auch was. Da kann man sich schon drauf verlassen, dass da was Anständiges bei rumkommt. Trotz alledem am Ende nochmal kurz der Lock. Mikrofon muted. So, ich sehe hier eigentlich nichts Besonderes. Und damit würde ich sagen, ich bin raus, Leute. Ciao!